Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuschauer hier im, Zuschauerinnen im Saal und natürlich auch im Stream. Wir diskutieren hier über einen Gesetzentwurf von CDU und FDP, um Fremdwährungskredite immer von der Kommunalaufsicht genehmigen zu lassen. Und genehmigungsfähig werden diese Fremdwährungskredite erst dann, wenn gleichzeitig auch ein Sicherungsgeschäft getätigt wird. Ist eine gute Sache, macht der solide Haushälter, übrigens eigentlich auch ohne gesetzliche Rahmen und gesetzliche Vorschrift, hat in der Vergangenheit in den Kommunen leider nicht immer geklappt, wie man an viel zitierten Beispielen hier heute schon gehört hat. Von daher finde ich das eine gute Sache, dass es jetzt eine gesetzliche Regelung dazu geben kann, könnte. Mal schauen. Anlass ist ja jetzt, dass im Januar die Schweizer Nationalbank die Euro-Franken-Bindung aufgehoben hat, die sie bis dahin einseitig vollführt hat. Das hat dann entsprechend verschiedene Kämmerer auch wirklich kalt erwischt. Die Verluste stehen noch nicht bilanziert in den Büchern, müssen aber bis Ende des Jahres wirklich bilanziert werden. Das wird dem einen oder anderen noch richtig wehtun. Von daher sehe ich es als sehr sinnvoll an, dass hier zwar sehr spät, aber doch sinnvoll der Kommunalaufsicht mehr Rechte gegeben werden sollen. Das hätte, wenn wir das vor ein paar Jahren schon eingeführt hätten, wahrscheinlich dem einen oder anderen dieses böse Erwachen erspart. Von daher ist der Antrag ein bisschen spät. Nichtsdestotrotz halte ich ihn für sinnvoll. Aber egal, wie scharf wir die Kommunalaufsicht auch ausstatten mit irgendwelchen Maßnahmen, die sie den Kommunen da genehmigen können oder auch nicht, aktuell verschafft das den Kommunen nicht mehr Geld. Und das ist ein bisschen schade, weil die Kommunen brauchen mehr Geld. Und da hilft auch nicht der heute hier in Tagesordnungspunkt 1 debattierte oder viel debattierte Fonds, den der Bund den Kommunen hier bis 2017 einmalig zur Verfügung stellt. Die Kommunen brauchen strukturell mehr Geld. Und da müssten wir uns eigentlich dran begeben. Und wenn wir uns hier mal alle ehrlich machen würden im Land, und zwar Landesebene und auch kommunale Ebene, da müsste man sich mal anschauen, welche Aufgaben für welches Geld machen die Kommunen denn, und zwar bevor die Konnexitätsregeln 2004 in Kraft getreten sind. Man müsste dieses alte Paket, was nur durch eine Pauschalfinanzierung geregelt ist, das müsste man eigentlich aufmachen, wenn man ehrlich ist. Und da müsste man schauen, wie sieht die Gegenfinanzierung zu den eigentlichen Punkten aus, zu den einzelnen. Jedes Mal kommen hier Kämmerer auf die Landesebene und sagen, wir kriegen zu Thema A nur 30% der Kosten vom Land. Wir kriegen zu Thema B nur 50% der Kosten vom Land. Bis jetzt konnte kein Kämmerer, der mit einer entsprechenden Aussage hier angekommen ist, das zahlentechnisch wirklich so belegen. Schon gar nicht auf Spitz abgerechnet. Auch die kommunalen Spitzenverbände konnten uns solche Berechnungen bis jetzt nicht zur Verfügung stellen. Wenn man sich jetzt also mal ehrlich machen wollte, müssten sowohl Land wie auch Kommunen sich zusammensetzen und so eine Spitzabrechnung von den bisher pauschal finanzierten Aufgaben vornehmen, um dann zu schauen, was ist denn wirklich strukturell unterfinanziert. Und das ist die Aufgabe, um die es sich eigentlich drehen müsste. Und von daher erwarte ich, dass wir uns im Kommunalausschuss dazu dann auch mal ein wenig verhalten werden. Weil dieser Gesetzentwurf, der jetzt vorliegt, kann nur ein erster Schritt sein. Ich werde den mit meinen Kollegen im Kommunalausschuss an der Stelle sehr wohlwollend aufnehmen. Sehe das aber nicht so, dass das die Lösung des Gesamtproblems ist, sondern wirklich nur ein kleiner Schritt. Von daher freue ich mich auf die Ausschussberatung. Vielen Dank.